Demonstrationsverbote, Kontaktverbote, selbst im Privaten, 3G, 2G. In dieser Corona-Krise gibt es seit 2 Jahren heftige Eingriffe in unsere Freiheiten. Immer noch. Wir sprechen über diese Freiheitseingriffe. Hinterfragen Sie, denn einige dieser Maßnahmen bleiben einfach absurd. Darüber sprechen wir jetzt mit Nicole Rehse. Sie wollte demonstrieren und durfte das nicht. Hier in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Rehse. Ihre Demo verboten. Wofür oder wogegen wollten Sie auf die Straße gehen? Erstmal guten Morgen. Ja, wir wollten friedlich zusammen, das ist unser Hashtag, wir wollten friedlich zusammen für eine freie Impfentscheidung, für offene Schulen und für unsere Solidarität für die Pflege- und Blaulichtberufe kundtun. Und diese Demonstration wurde verboten. Welche Gründe wurden da genannt und wie groß ist Ihr Verständnis oder Ihr Unverständnis dafür? Ja, wir wurden letztendlich auf Verdacht verboten. Uns wurde gesagt, ja, wir erkennen an, dass ihr eine Gruppe aus der Mitte der Gesellschaft seid, aber wir würden ja trotzdem mit unserer Kritik die Narrative von anderen Gruppen, von Querdenkern bedienen. Und man befürchtete, dass die Querdenker unsere Demonstration kapern würden und wir nicht in der Lage seien, die Hygieneauflagen durchzusetzen. Fühlen Sie sich im Moment in Ihrer Freiheit also eingeschränkt? Ja, durchaus fühle ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Ich, vor allen Dingen in meinem Demonstrationsrecht, wenn ich sozusagen eine Demonstration auf Verdacht verbiete, ohne dass mir selber ein Vorwurf gemacht wird, das kann ja immer passieren. Das würde letztendlich dazu führen, dass von unserem Demonstrationsrecht nicht mehr viel übrig bleibt. Wir haben ja auch schon öfter miteinander gesprochen. Ihr Kernthema, Sie machen sich für Familien stark, für Kinder, die in dieser Pandemie ja besonders leiden. Wie sehr können Sie das Argument verstehen, die Sorge verstehen, dass sich auch in Ihre Demonstration Menschen, gewaltbereite Menschen mischen oder Querdenker mischen, die dann wirklich zur Gefahr werden können? Also wie sehr ist Ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben, noch frei zu demonstrieren? Und wie sehr können Sie sich von diesen Gruppen überhaupt noch abgrenzen dann? Also wir können uns abgrenzen, weil wir aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Ich glaube übrigens, dass auf den meisten Demonstrationen deutschlandweit überwiegend Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind. Ich habe gerade heute gelesen, Berliner Zeitung, 100.000 Menschen haben demonstriert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich dabei um 100.000 gewaltbereite Rechtsradikale handelt, sondern das müssen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sein. Und wir haben das Recht zu demonstrieren. Und ja, wir möchten nicht mit Nazis mitmarschieren. Wenn wir das mitbekommen, würden wir sofort uns an die Polizei wenden oder die Demonstration auflösen. Wir haben auch von vornherein gesagt, wir halten uns an die Hygieneauflagen, um legal demonstrieren zu dürfen. Das kann ich verstehen, dass da Sorgen bestehen. Aber ich erwarte von der Presse und auch von der Politik, dass eben neutral und objektiv berichtet wird und nicht einfach pauschal jeder Demo-Teilnehmer als Corona-Leugner dahingestellt wird. Wir haben oder viele von uns haben bestimmte Maßnahmen im Blick, die wir nicht gut finden, aber wir leugnen ja nicht Corona ganz pauschal und ich denke auch, dass die meisten eben nicht. Jetzt zeigen Sie natürlich gerade die Bilder, aber die meisten Bilder sind sehr friedliche Bilder. Ich will nicht sagen, dass es eben keine Gewalt gibt, aber das ist nicht die Mehrheit. In der Tat, Frau Rehse, vielen Dank für das Gespräch. Genau darüber wollten wir ja auch mit Ihnen sprechen, über Ihre ganz persönliche Freiheitseinschränkung, Ihre Demonstration von vor allen Dingen Müttern, die verboten wurde hier in Berlin. Danke für das Gespräch. Eine Demo, die verboten wurde unter freiem Himmel von Menschen, die sagen, sie halten sich an alle Auflagen. Über solche Freiheitseinschränkungen müssen wir reden nach 2 Jahren Corona-Krise. Was ist da noch gerechtfertigt? Was nicht? Was ist völlig überzogen? Unsere Reporter, die haben sich auf die Suche gemacht nach genau solchen Beispielen, nach absurden und nach unverschämten Freiheitseinschränkungen. Und wir schalten dazu nach Leipzig, nach Hamburg, nach München. Zuerst nach Leipzig zu unserer Bildreporterin Jacqueline Richard. Wo stehst du und was genau ist bei dir die große, die absurde, die vielleicht unverschämte Freiheitseinschränkung? Ich stehe in der Leipziger Mittelpassage vor einem der berühmtesten Restaurants der Welt. Der Auerbachs Keller ist über 500 Jahre alt. An guten Tagen kommen hier seit über 2000 Gäste und essen im Jahr ungefähr 36.000 Rouladen. Das muss man sich mal vorstellen. Gestern führte ich ein Interview mit dem Betreiber René Stoffregen. Die Situation ist eine ganz andere. Von einer triumphalen Rückkehr von Publikum
kann im Moment keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, das Restaurant ist seit Anfang des Jahres komplett dicht. Der Betrieb hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Man muss sich das vorstellen, seit 19. November sind die Corona-Maßnahmen hier in Sachsen derartig restriktiv, dass Restaurants nur von 6 bis 20 Uhr öffnen können. Jeglicher touristischer Betrieb ist untersagt. Und so ein weltberühmtes Restaurant wie Auerbachs Keller, das im Prinzip von der Tradition lebt, von Goethes Faust, das jeder kennt, ist natürlich auf Tourismus angewiesen. Das ist doch ganz klar. Das Sommergeschäft kann das auch nicht retten. Ich zeige euch das jetzt hier mal hier. Ich führe euch mal hin. Der große Saal, fast 450 Leute. Es gibt keine Terrasse. Das Sommergeschäft war also im Prinzip nicht unbedingt das große Ding. Im Dezember hat sich's gelohnt, aber trotzdem durch Abstandsregeln, geimpft und genesenen Nachweis, fiel der Umsatz, sagte mir der Chef, auf 20% des Vor-Corona-Niveaus zurück. Und dass man davon auf Dauer nicht leben kann, kann sich jeder denken. 91 Mitarbeiter, wieder in Kurzarbeit, wieder Frustration, wieder schlechte Stimmung, traurige Gesichter. Einfach die Kraft geht langsam aus. Nun hoffen die sächsischen Gastronomen auf die nächste Kabinetts-Corona-Runde am 7. Januar. Aber ganz ehrlich, Michael Kretschmer hat die Maßnahmen gestern in der Videokonferenz wieder verteidigt. Die Hoffnung, dass sich was ändert, dass endlich, wie Herr Stoffregen auch sagte, die Öffnungszeiten auf 22 Uhr mindestens steigen müssen, um das Geschäft einigermaßen rentabel zu machen, die Hoffnungen sind gering. Also Traditionsgastronomen am Rande der Existenz in Leipzig. Vielen Dank dir. Wir schauen weiter zu Thomas Huber nach München. Thomas, wo bist du unterwegs? Welche Freiheitseinschränkung erscheint dort in Bayern besonders absurd oder besonders schmerzhaft? Dass Kinder jetzt in den Bussen nicht mehr fahren dürfen, ohne geimpft zu sein, genesen oder einen Test zu machen. Das galt vorher nicht. Da konnten die Kinder in den Ferien die Busse so benutzen, zu ihren Freunden fahren, Oma besuchen etc. Aber das ist jetzt eben nicht mehr. Und noch eine Besonderheit kommt, am 10. Januar kommt der nächste Corona-Hammer in Bayern. Da müssen die Kita-Kinder, die sind gerade mal, die das erste Lebensjahr vollendet haben, die müssen an Pooltests teilnehmen oder Mütter müssen einen Nachweis bringen, dass die Kinder geimpft sind oder dass die Kinder einen negativen Test, Corona-Test haben. Ja, heftige Freiheitseinschränkungen immer noch nach mehr als 2 Jahren Corona-Krise in ganz Deutschland, auch in Hamburg bei Charlie Walter. Charlie, worüber regen sich die Hamburger aktuell auf? Hamburg ja besonders streng, wie wir seit gestern wieder wissen, mit 2G plus flächendeckend in Hamburg. Ja, guten Morgen aus Hamburg, hier an einer der größten Unis in Deutschland, wo fast 50.000 Menschen studieren. Da gilt seit 4 Wochen die 2G-Regel. Und wir sind jetzt hier in der Bibliothek der Kunstgeschichte zum Beispiel. Da darf man nur rein, wenn man geimpft oder genesen ist. Ich habe hier selber vor einigen Jahren studiert, da war es wie an allen Unis in Deutschland. Man konnte einfach so in jedes Gebäude, in jede Bibliothek, in jede Mensa rein. Damit ist jetzt Schluss, man braucht eben einen Nachweis. Es soll für alle, die nicht geimpft sind, Ersatzangebote geben, die nicht näher definiert sind. Und das passt in der Tat in das Schema, dass in Hamburg die Regeln grundsätzlich eher streng waren und sind seit Anfang der Pandemie. Du hast es jetzt schon erwähnt, ab Montag gilt dann 2G plus in fast allen Einrichtungen. Wer dann ins Restaurant geht oder ins Schwimmbad oder ins Theater oder ins Museum, da reicht es dann nicht mehr, dass man geimpft oder genesen ist. Man braucht zusätzlich noch einen negativen Schnelltest. Ausnahmen gibt es dann nur für Kinder und für Geboosterte. Das ist also die Situation in Hamburg. Eine kleine Zusammenfassung, ein Blick ins Land, nach Leipzig, nach München, nach Hamburg von unseren Reporterinnen und Reportern. Vielen herzlichen Dank euch. Ja, 2 Jahre. Corona-Krise, ja. Patricia, immer noch genau, Wahnsinn, wie wir es gerade gehört und gesehen haben. Heftige, absurde, teilweise unverschämte Freiheitseinschränkungen. Darüber sprechen wir und hinterfragen auch diese Maßnahmen natürlich bei uns im Studio mit unserem Politikreporter Sebastian Geißler. Also 2 Jahre aus demokratischer Sicht, aus Sicht unserer Bürger, von uns allen, aus unser aller Sicht so rum. Wie gerechtfertigt hältst du noch all diese Freiheitseinschränkungen nach so langer Zeit? Also ich muss sagen, ich bin natürlich kein Verfassungsrechtler, aber wir haben ja einige Beispiele hier schon gesehen. Also wenn man sagt, Kinder und Jugendliche ab 14, warum eigentlich ab 14,
dürfen nachmittags dieselben Freunde nicht mehr treffen, privat, die sie morgens in der Schule getroffen haben oder mit denen sie beim Mannschaftssport in derselben Umkleide waren, dann muss ich sagen, das ist eine Maßnahme, die so offensichtlich aus meiner Sicht nicht in Ordnung geht. Da bin ich sehr gespannt, ob das nicht möglicherweise auch in Kürze schon von einem Gericht kassiert werden wird, eine solche Maßnahme. Das halte ich für eine sinnlose Freiheitseinschränkung. Demoverbote, ein Riesenthema, muss man sagen. Also wenn Eltern demonstrieren gegen Schulschließungen, dann ist das etwas, was eigentlich erstmal in Ordnung ist. Es reicht da auch aus verfassungsrechtlicher Sicht offenbar nicht aus zu sagen, wir sind aber in Sorge wegen des Infektionsgeschehens, sondern der Staat muss konkret beweisen, sagt uns auch Verfassungsrechtler Josef Lindner heute in Bild, dass von einer Demonstration eine konkrete Gefährdungslage ausgeht. Wenn er das nicht kann, dann ist die Demo an sich auch in Ordnung. Wird Frau Riese zum Beispiel, die wir gerade gesehen haben, sehr schwer zu vermitteln sein, dass sie eine Gefährdung dargestellt hat, dass sie möglicherweise, dass ihr Gewalt unterstellt wird. All das ist ja nicht geschehen. Sie wollte halt tatsächlich vor allen Dingen gegen Schulschließung, vor allen Dingen für die Kinder, für die Jugend, für deren Interessen auf die Straße gehen. Ja, gerade Frau Riese ist nun ganz sicher auch keine gewaltbereite Extremistin oder so. Wenn das so wäre, solche Fälle gibt es ja, dann ist es in Ordnung, auch eine Demonstration zu untersagen, wenn tatsächlich eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit besteht. Was nicht ausreicht, sagt unser Verfassungsrechtler, es reicht nicht einfach allgemein auf ein Infektionsgeschehen zu verweisen. Denn nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Auf den Seiten des Bundesinnenministeriums kann man sogar noch konkreter nachlesen. Die sagen ganz ausdrücklich, dieses Grundrecht ermöglicht es allen Bürgern, sich aktiv am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess zu beteiligen. Insofern braucht es dann eben sehr konkrete Anhaltspunkte, auch im Vorfeld einer Demonstration zum Beispiel, dass in irgendeiner Weise dort ein Gefährdungspotenzial besteht und nicht ein allgemeines Wir schränken einfach irgendwie ein. Als Gefährdungspotenzial wird ja auch oft angebracht, ja, wir wissen nicht, ob wirklich die Abstände, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Ist das ausreichend? Also du hast ja auch mit Verfassungsrechtlern gesprochen, die melden da ja auch Zweifel an. Es muss ja wirklich irgendeinen konkreten Hinweis geben. Und die Sorge, ob die Abstände abgehalten werden, reicht das da wirklich aus? Das kann man ja mitunter herleiten, sozusagen daraus, auf wie eine solche Demo vielleicht angemeldet ist. Wenn das natürlich sozusagen Maskengegner sind oder so und Gegner sämtlicher Corona-Maßnahmen, kann man davon ausgehen, dass die diese Maßnahmen tatsächlich auch nicht ernst nehmen. Ja. Aber Mütter, die jetzt gegen Schulschließung demonstrieren, die sogar vorher sagen, wir achten auf die Maßnahmen, wir haben Masken dabei, auch das ist ja ersichtlich, die kann man dann nicht einfach mit Hinblick auf solche Bedenken dann einschränken. Schauen wir einmal drauf, Sebastian, auf 5 besonders harte, besonders umstrittene Freiheitseinschränkungen nach 2 Jahren Corona-Krise. Also über diese Demo-Verbote haben wir gerade gesprochen, die ja auch noch unter freiem Himmel verhängt werden. 2G an Unis, das ist das, was unser Reporter Charlie Walter da gerade aus Hamburg auch mitgebracht haben. Also Vorlesungen, Seminare, die für Ungeimpfte nicht mehr geöffnet sind. Auch das zu Recht hart umstritten dort, auch in Hamburg. Kontaktirrsinn, das hast du gerade angesprochen, Sebastian. Also keine Freunde treffen für Jugendliche ab 14 Jahren. Ja, man sitzt mit denen in der Schulklasse zusammen, aber dann nach dem Schulunterricht ist vorbei. Mit privaten Treffen, Sportverbot auch für Kleinkinder, zumindest dann, wenn die Eltern eben nicht geimpft sind. Zum Beispiel kein Schwimmen dann für die Kinder. Und das ist noch ein Beispiel aus Sachsen. Vielleicht sagst du dazu noch kurz was, Sebastian, dieser Skilift-Irrsinn. Also überall drumherum ist es erlaubt, Ski zu fahren, aber in Sachsen beispielsweise, großes Skigebiet dort. Jens Weißflog weiß Bescheid, da steht der Skilift still. Ja, man muss ja auch sagen, Skilift, da sind wir ja draußen. Ja, beim Skifahren bin ich unter freiem Himmel und wir wissen, die Ansteckungsgefahr ist unter freiem Himmel besonders gering. Wenn das, was im Nachbarort auf der tschechischen Seite dann erlaubt ist, das ist dann bei uns höchstwahrscheinlich eigentlich auch nicht falsch. Insofern halte ich auch diese Maßnahme für sehr, sehr fragwürdig. Warum entscheidet man sich dafür? Was ist die große Argumentation dahinter? Also wir sehen ja auch viele andere Länder, die sich bemühen, Kompromisse, auch wir hoffentlich jetzt am kommenden Freitag, wo es zumindest mal um die Quarantäneregeln geht. Aber warum halten wir immer weiter an diesen so strengen Regeln fest? Ich glaube, da muss man schauen auf den Beginn der Pandemie, also nochmal so Februar, März 2020, als das alles losging. Da waren wir sogar ja später dran als unsere Nachbarn, als es darum ging, Maßnahmen einzuführen. Da hatten wir zum Beispiel an Flughäfen im Ausland, in Spanien beispielsweise, längst bestimmte Corona-Kontrollen
Kontrollen, Abstandsmaßnahmen und so. Und bei uns hatte man den Eindruck, als hätten wir von der ganzen Pandemie noch überhaupt nichts mitbekommen. Hier in Berlin am Flughafen beispielsweise. Das hat mich seinerzeit sehr gewundert. Und jetzt sind wir aber politisch in einem Modus, wo man sagt, also man kennt ja den schönen Satz, wenn ich nur einen Hammer habe als Instrument, sieht alles aus wie ein Nagel. Also immer schön irgendwo Infektionsgeschehen drauf mit dem Hammer und dann machen wir diese Regel und da das. Und wenn hier Ungeimpfte und so viele Personen, viele Menschen wissen ja auch gar nicht mehr, wie die Regeln konkret sind, weil man sich das ja kaum merken kann. Also ich zum Beispiel versuche mich vernünftig zu verhalten, aber ich weiß teilweise gar nicht mal im Einzelnen, weil sich das ja auch ständig ändert, was die konkrete Regel ist. Ich muss sagen, ich freue mich übrigens, euch heute hier wiederzusehen, denn ich war selbst betroffen von einer Sinnlos-Regel, wo mir auch völlig klar war, während ich sie befolgt habe, wie sinnlos sie ist. Was in Quarantäne? Ich habe die vergangenen 10 Tage in Corona-Quarantäne verbringen müssen. Warum? Weil ich Kontakt hatte zu einer Person, die ausgerechnet mit der Omikron-Variante infiziert war. Und du warst negativ getestet? Ich war ein Dutzend Mal negativ schnell getestet. Ich hatte 2 negative PCR-Tests sogar, aber man konnte sich eben nicht freitesten. Das ist aber eine Regel, die ist schon eigentlich 4 Wochen alt. Da dachte man, Omikron ist neu, das ist vielleicht besonders gefährlich. Jetzt wissen wir, es ist eigentlich ansteckender. Aber der Verlauf ist nicht so schlimm. Da kommen wir später noch mal drauf, auch auf die Quarantäneregeln, die hoffentlich, wahrscheinlich dann am Freitag geändert werden in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung. Aber schön, dass du wieder da bist, Sebastian. Vielen Dank an unseren Bildreporter, der mit uns spricht über die Freiheitsanschränkungen nach 2 Jahren Corona. Wie sehr fühlen Sie sich eigentlich noch eingeschränkt durch diese Freiheitseinschränkungen? Unsere Bildreporterin Jelena Rüstner hat sie gefragt. Wir sind hier heute in Celle in der Altstadt mitten in Niedersachsen und wir fragen die Leute heute, fühlt ihr euch eingeschränkt durch die Corona-Maßnahmen? Ja oder nein? Ja, definitiv. Inwiefern? Ja, man kann seine Jugend nicht mehr ausleben, man kann nicht mehr feiern gehen, mit Freunden was essen gehen draußen. Das ist alles eingeschränkt und die nicht geimpft sind, die können halt nie mitkommen. Ja, eigentlich so in den Restaurants jetzt mit getestet. Ich bin geboostert jetzt und finde ich ein bisschen blöd. Fühlst du dich eingeschränkt in deiner Freiheit so ein bisschen? Naja, so ein bisschen. Man kann halt nicht mehr so viele Freunde treffen und so alles. Und man ist dann auch schon die meiste Zeit zu Hause. Ja, natürlich, ein bisschen. Ne? Aber nicht so heftig. Ich bin Rentner, ich mache Radsport. Also, und was natürlich schockierend war, der Lockdown, der erste, so, der hat mich schon runtergehauen. Nicht? Das erinnerte mich irgendwie an Krieg oder sowas, nicht? Als die ganze Innenstadt auch mal leer war. Ja klar, ich meine, man kann halt nicht mehr einfach so überall einkaufen gehen. Man braucht teilweise Tests und Nachweise und so weiter und so fort. Klar, ist man irgendwie eingeschränkt. Geringfügig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir das gar nicht jetzt so stark empfinden, dass wir zu Hause sind. Das waren wir vorher auch. Und wenn man Freunde treffen will, kann man sie ja noch treffen. Allerdings. Inwiefern? Man kann ja viele Örtlichkeiten sozusagen gar nicht mehr besuchen. Also als Ungeimpfter sowieso nicht. Und wenn sie geimpft sind, müssen sie auch zunehmend sich testen lassen. Das kann man sagen, okay, ist in Ordnung, machen wir mit. Aber ist natürlich sehr, sehr aufwendig, nicht? Fühlen Sie sich durch die Corona-Maßnahmen in ihrer Freiheit eingeschränkt? Ja. Inwiefern? Alleine das mit dem Maskenlaufen geht mir mittlerweile so auf die Grütze. Ja, mir auch, ehrlich gesagt.